ich glaube, die wirtschaftlichen oder die wichtigsten Chancen einer Wiederernährung ist eigentlich dieses tiefe und sehr breite Fundament, was wir unter anderem in unseren Wirtschaftsbeziehungen haben. Wir gucken ja sehr oft auf die politischen Probleme auf höchster Ebene, aber das ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Alles, was darunter ist, sind langjährig gewachsene Beziehungen von Tausenden von Unternehmen, von Menschen, die dazugehören, von kulturellen Beziehungen, von Wissenschaft. Und das ist alles so tief und so gut kompatibel auch zwischen der Europäischen Union, zwischen Russland, zwischen Deutschland und Russland, dass ich doch glaube, dass sich das letztendlich durchsetzen wird und wir diesen politischen Schwierigkeiten damit auch überwinden werden.